Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier bei Second Extinctions. Ich habe mich das letzte Mal ausgeloggt aus dem Spiel in der Hoffnung, es wird halt einfach mal gespeichert und dann ist gut und dann komme ich halt da wieder zurück. Aber dann habe ich erst gemerkt, dass das Spiel ganz anders aufgebaut ist und zwar eben nach verschiedenen Zonen mit verschiedenen Zielen. Ja, Putzi-Boom, wo seid ihr? Okay, geht ja schön los. Grad. Ja, verdammt. Verdammt. Nimm deine Nüsse weg. Okay. Ich glaube, das war's jetzt. Also ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass das Spiel ein bisschen anders aufgebaut ist. Und zwar nach verschiedenen Zonen, in denen unterschiedliche Ziele sind. Und mein Ziel eben hier ist das Altumtal. Finde die verschwundene Sphäreneinheit. Und das müssen wir natürlich machen. Und dann gibt es natürlich auch noch diese Dinger da. Na, verdammt. So ein Mist. Ich wollte eigentlich nur diese Drohne haben. Hui. Oh, hier kann man nicht mit Alt wegspringen. Hier muss man irgendwie Shift drücken und eine Taste oder sowas. Also es geht nur, wenn ich renne. Irgendwie, keine Ahnung. Der Hund ist sowas von schnell. Und dann hat er noch diese Tarnmöglichkeit. Ui. Hab ich's jetzt? Dann hole ich mir mal jetzt die Drohne. Ich hoffe es zumindest. Okay, das ist gut. So. Neue Infos werden auf der Karte dieser Region angezeigt. Dann werden wir uns die mal angucken, ganz kurz. Also es gibt hier verschiedene Container. Das ist eben alles in dem Gebiet, was die Drohne überwacht hat. Und diese Stellen können wir eben dann finden und freischalten oder was weiß ich. Und das wollte ich mir hier noch angucken, ob ich hier nicht noch irgendwas machen muss. Ah, Munitionsreserve. Lad doch mal nach. Gut. Gut. Lämpchen, was haben wir hier noch? Ist das Ausrüstung? Das ist wahrscheinlich Erste-Hilfe-Kit. Ach, da könnte ich mir sowieso eins reinhauen. Jetzt bin ich gleich wieder voll. Healing up. Healing up, jawohl. Das ist Healing. Alles klar. Dann gehen wir jetzt, ich würde sagen, hier hin und dann zu diesem Punkt. Dahin. Okay, schauen wir mal, wie vielen wir da begegnen. Ich habe jetzt lieber deswegen die Pumpgun in der Hand. Obwohl, ich müsste eigentlich die da nehmen, wenn die weiter weg erstmal sind. Enemy down.
Woher? Ich will nicht. Ah. Servus, Kollege. Wie auch immer man es macht, ist sowieso verkehrt. Ob ich die Pumpgun. Looks like a radar relay. Oh. If you reactivate it, we should get a stronger signal in the area. A stronger signal? Dann müsste ich mal schauen, wo ich da hochkomme, ne? Weil hier komme ich ja nicht einfach hoch. Ich könnte ja mal auf die Map gucken, ob ich da irgendwas sehe. Oh, da muss ich wahrscheinlich da irgendwie außen rum. Gucken wir mal. Ah, okay. So einfach war's. Schalten wir mal ein, das Ganze. Das freut mich. So, wir müssen trotzdem jetzt dorthin. Ah ja. Schauen wir mal, ob ich da... Nee, das sollte ich vielleicht nicht runter. Ich weiß ja mal nicht, ob ich Schaden bekomme. Ich kann es aber natürlich auch mal ausprobieren, ne? Hui. Ah, wir rutschen hier ganz elegant runter. Hier nicht, aber ist egal. Aha. Oh. Die weichen halt echt aus, ne? Das ist irgendwas Großes, Gefährliches hier. Ach, das ist der Spucker. Ups. Okay, es geht schon immer drunter und drüber hier. Aber es macht... Das Game macht Spaß. Also das lässt sich richtig nice steuern auch. Oh yeah. Ja. It's up to us to complete their mission. Sounds like they got a tracker on the T-Rex. If we send down a scanner, we should be able to locate her nest. Okay. Oh. Na gut. Ich denke mal. Requesting payload. Ich denke mal, dass wir da einen guten Kampf haben werden mit so einem T-Rex. Genau, schau du mal nach. Ich finde solche Mini-Missionen immer ganz nice. Sending package. Schwupp und weg. Okay. Nochmal einen Scanner anfordern. Okay. Oder hätte ich das vielleicht auch nicht. Hätte ich das vielleicht auch nicht gleichzeitig machen sollen. Das kann auch sein. So, einmal scannen bitte. Upsi. Mein nervöser Zeigefinger, der erschrecken. Und? Okay, dann ist jetzt die Frage, wohin?
Wahrscheinlich hier rechts von mir. Gehen wir mal ein Stück davor. So. Jetzt aber bitte. Ups. Jetzt haut es mich wieder hinter. Okay. Der muss irgendwo da hinten wahrscheinlich sein. Ich denke mal, wir finden ja den T-Rex, sondern er wird uns gleich finden. Der Platz ist geradezu prädestiniert dazu, ne? Ich muss irgendwie meine Ausweichentaste woanders hinlegen. Okay. Also wir müssen auch darunter tatsächlich. Hey, geh weg. Verdammt. Nein. Batching up. Okay. Gut, ich würde mal sagen, dass wir den Träger hier machen. Aber ich möchte jetzt noch mal gucken, weil T-Rex und so, ne, ihr wisst schon. Außer ich kann die Behälter natürlich so halten, ohne dass ich den wegpacken muss. So, schauen wir mal, wir werden bestimmt gleich ein bisschen zu tun haben. Träger voll? Ich denke es auch. Autsch. Autsch. Du bist doch auch nur ein kleines Kätzchen. Ui! Oder auch nicht! Oh, lass mich weg, lass mich weg! Ich weiß nicht, ob ich unbedingt die Pumpgun will. Ui! Autsch! Nein, 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 nein! Weg, weg, weg! Ja, ich muss sie aber auch erst einmal weg. Thank you.
It's armored. Ui, kommst du her? Ich verschieß ganz schön viel Muni. Dum, 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 dum. Das sind wieder die Unsichtbaren da. Okay, das geht schon ein bisschen heftiger zu jetzt hier. So viel vorbeischießen. Du dummes Huhn. So. Damit wäre das auch geklärt. Ob es natürlich da unten noch geklärt ist, weiß ich nicht. Ich komme wieder. Ich muss da reinrennen wahrscheinlich und einfach das Ei holen. Autsch. Ja, ich habe eins. Aber ich bin irgendwie gestunt. Autsch. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass ich irgendeinen... Bitte! Ich habe jetzt gedacht, es reicht mit zweien. Und dann steht da noch, töte den T-Rex, weißt du? Was habe ich denn da? Dankeschön. Au! Kannst du dir mal Medi reinhauen? Ich habe keine Medi mehr, ne? Uff, okay. Die zerlegen mich gerade. Hilfe! Ja, okay, du bist hippie, ich bin gestorben. Ist in Ordnung. Was stürme ich aber auch da rein? Ich wüsste jetzt aber ehrlich gesagt gar nicht, wo irgendwie in der Nähe irgendwie, naja gut, ich könnte, hätte da hingekonnt, ne? Oh, da sieht man den T-Rex. Hallo, der ist ja süß. Spiel fortsetzen, ja. Was ist jetzt? Wähle einen Wiederbelebungsort. Ja, hier bitte. Ach, das geht nicht. Das Ding habe ich noch nicht freigeschalten. Kann ich dann da mich wiederbeleben? Nee. Oh, ich muss tatsächlich wohin? Jetzt echt hier? Na gut. Returning to the fight. Ja, ja. Dann muss ich da halt jetzt nochmal hinlaufen, aber das ist ja kein Thema, nicht? Here we go. Dann mal los, genau. Ich hoffe jedenfalls, dass ich mit Abschluss der Quests... dann dementsprechend auch irgendwie ein Upgrade oder was weiß ich was hab. Den da hätte ich aktivieren müssen, meinen. Bist du geladen? Ja, genau. Ich habe ja wieder alles. Okay, nochmal schauen. Ich sollte zuallererst dahin.
Da sollte ich zuallererst hin, dass ich das aktiviert habe. Und vor allem natürlich wegen meiner Vorräte, ne? Aber anscheinend respawnen die Dinos hier nicht, wenn man über einer Quest ist. Also habe ich zumindest den Eindruck. Oh, ich höre den Tiri. Den Tiri-Liri. Ja, ne? Ah, da muss ich hin. Werde ich mit Sicherheit brauchen. Sitz mal her. Entweder hältst du so viel aus oder ich schieße so viel daneben. Irgendwie in der Art ist es auf jeden Fall. Ich glaube eher, ich bin der schlechte Schütze. So, halte ich mal, weil wenn wir schon da sind. Really needed that. Ja, I know. Dann können wir das nämlich gleich wieder nehmen. Dann sind wir einmal mit allem durchgeladen. So. Dann können wir nämlich das Zeug noch nehmen. Ui. Fire in the hole. Please stay there. Den einen habe ich sogar erwischt. Ich glaube, Sandman hätte da seinen Spaß dran. Erwischt diesen Hüpfer mal. So. Autsch. Au. Au. Einmal Droge, bitte. Alter. Ui. Oh, was hatten wir da? Darf ich mal wieder weg? Das wäre sehr nice. Autsch. Erstmal heim, erstmal heim. Komm, 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 komm. Und jetzt lauf. So.
jetzt lach nach. Der läuft halt hinter mir her, ne? Wie ein Hundi. Glaube ich zumindest. Wo ist er denn? Ich höre ihn hinter mir irgendwo. Oh, die machen sich auch selber gegenseitig nieder. Das ist auch interessant. Au, oh, der stunt mich. Verdammt, Granate und Blitzlicht. Das ist ja richtig hart hier. Haben wir uns mal Medizin. Oh, ich habe keine Medizin mehr. Daram, daram, daram. Ich brauche etwas mehr Medizin, als es gibt in dem Spiel. Verdammt, 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 verdammt. Ah, okay. Lasst mich mal ein bisschen. Lasst mir mal ein bisschen Freiraum. Hält denn der aus? Gibt es da irgendwo diese Benzinkanister? Nee, ne? Nirgends. Okay. Na gut, ich habe eine leere Box. Ich kann unendlich rennen. Und anscheinend nehme ich auch keinen Schaden, wenn ich von irgendwo tiefer, höher runterfall. Also holen wir uns mal noch das vierte Ei. Ich komme dir schon mal entgegen. Ja, jetzt schickt mir Hilfe, ihr Blödköpfe. Ups. Ah, weg, 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 weg. Oh, danke. Das war knapp. Das war knapp. Da holen wir uns ja mal ein wenig Muni. Und ein bisschen Medi. Und dann gehen wir mal zu einem von den Stellen da. Alter. Ja, es ist in Ordnung. Ich habe mir schon gedacht, dass du gerade hinter mir hüpfst. Jetzt lad mal durch. Dein blutverschmiertes Gewehr. Ich weiß bloß nicht wohin, aber ich denke mal, dass ich dahin muss. Okay. Huh. Vultus Bucht, Bedrohungsstufe Mittel. Ich möchte ja nicht wissen, was dann ist, wenn es eine hohe Stufe ist. Oh, was ist denn das? Nehmen wir doch gleich mit. Need a payload. Package ready. So, weiter geht's. Perfect. I'm sure we'll come to good use. Ja, ich hoff's. Ah, da ist was zum Freischalten. Ich weiß nicht, ob das dann für die anderen Missionen auch gilt. Aber ich hoffe es mal. Okay, that does it for this camp. Great work. Okay, Moment. Einmal durchladen. Achso, das waren bloß zwei Patronen. Alles klar. Healpack. Hä? Haben wir sogar drei Stück?
Ich habe doch gerade die Drohne hier irgendwo gesehen. Hallo? Ach, ist die nach unten? Wo sind die jetzt hin? Bin ich so blind? Aber da vorne läuft eine Patrouille. Alles klar. Einmal. The raft will be there as soon as possible, but it might take some time. Please stay there. Verdammt. Kannst du bitte am Leben bleiben? Shuttle-Ankunft. Mal gucken, ey, dass ich mich da halte in der Minute. However, thanks to their efforts and yours, we may now have the resources and knowledge needed to potentially turn the tide of this war. Well done, EXU. Jo, sehr gerne. Hat Spaß gemacht. We'll have Earth back in no time. Jawohl, persönlicher Rekord. Was? 15.000 schlechter? 18 kritische Treffer, 2 ist der Statuseffekt, erlittene Schaden, okay. Wollen wir mal nicht so drauf schauen. Gesammelte Material 69, Rex zugefügter Schaden 6000, okay. Rex-Töter bin ich, alles klar. Belohnungspaket. Gucken wir nochmal. Einmal Enter bitte. Pheromon-Aerosol. Zweimal. Beuteübersicht, aha. Forschung haben wir recht viel, verstärkte Sehnen und so weiter. Ganz viel Zeug, was wir für keine Ahnung was brauchen. Aber wir werden sehen, ne? Ach, so funktioniert dieses EP-System. Auch interessant. Cool. Feind zurückgedrängt. Okay, aus dem Ding. Würde ich sagen, machen wir beim nächsten Mal weiter. Machen wir beim nächsten Mal weiter. Ich denke mal, dass... Moment. Hä? Ich denke mal, dass das eine ja
erledigt es dann, oder? Keine Ahnung. Dann machen wir das nächste Mal das freie Erkunden, dass wir das auch einmal haben. Genau, würde mich nämlich auf jeden Fall auch interessieren. Leute, wenn es euch gefallen hat heute der Part, lasst mir gerne ein Like da, lasst mir Kommentare da. Und ich wünsche euch ansonsten noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Macht's gut. Ciao, ciao.